Die NASA hat Bilder von der Landung des Forschungsgefährts Perseverance auf dem Mars veröffentlicht. In dem 3,5-minütigen Video ist zunächst zu sehen, wie sich der Fallschirm öffnet, der das Gefährt beim Landeanflug auf den roten Planeten abbremst. Als nächstes löst sich der Hitzeschild ab, er verschwindet hier links oben aus dem Bild. Anschließend ist zu sehen, wie sich der Rover der Marsoberfläche mit hoher Geschwindigkeit nähert. Ziel ist der Jezero-Krater. Einige Meter über der Marsoberfläche löst sich das Landemodul ab, es hängt an mehreren Seilen. Bei dem Manöver wird viel Staub aufgewirbelt. Als letztes werden die 6 Räder des Gefährts ausgeklappt. Der NASA zufolge ist die Landung problemlos verlaufen. Der Rover arbeitet demnach wie erwartet. Das geländewagengroße Gefährt soll in den kommenden Jahren nach Spuren von früherem Leben auf dem Mars suchen. Forscher gehen davon aus, dass der Jezero-Krater einst mit Wasser gefüllt gewesen sein könnte.